Elton, Sie haben schon einige Bundesliga-, Zweitliga- und Profijahre auf dem Buckel. Können Sie sich an sowas erinnern? Ja, ist natürlich sehr toll. Jetzt, wir haben an uns geglaubt, jetzt von Anfang an. Und ich glaube, wir haben hochverdient gewonnen, hochverdient aufgestiegen. Und ist natürlich toll, weil man sieht das hier, was wir hier veranstalten. Und das ist natürlich sehr schön für Darmstadt und für die Region. Mal Hand aufs Herz, was bedeutet das für Sie persönlich? Sie haben dieser Mannschaft das eine oder andere Tor in letzten Minuten beschert, aber in der 120. Minute so einen Pfund auszupacken, das ist schon etwas, was Sie sich mit Sicherheit auch mal ganz dick im Kalender anstreichen, oder? Ja, es ist was Besonderes, wenn man gerade das Tor macht und den Aufstieg perfekt gemacht hat. Ich freue mich natürlich für die Mannschaft, weil er hat ja toll 120 Minuten gekämpft. Und dass ich natürlich das Tor gemacht habe, das ist der Wahnsinn. Ich habe noch die Jungs da draußen gesagt, wenn ich da reinkomme, ich mache ein Ding rein und Gott sei Dank, natürlich kurz vor Schluss, ich mache das Tor. Ich freue mich super. Bei Ihnen steht ja noch gar nicht so richtig fest, wie es weitergeht. Aber haben Sie sich jetzt auch in die zweite Liga zurückgeschossen, Sie persönlich? Ja, ich fühle mich noch fit. Also soll ich noch fit bleiben und der Verein will, mache ich weiter. Aber ich denke, wir werden jetzt die nächsten Tage jetzt mal sprechen. Wie sieht es denn für Sie persönlich jetzt nach dem Spiel aus? Ich glaube, da müssen Sie heute die eine oder andere Runde fallen lassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall heute genießen. Das ist nicht normal, dass wir nach so vielen Jahren wieder aufsteigen, aber ich denke, wir werden heute auf jeden Fall richtig feiern. Dann wünsche ich mir dabei ganz viel Spaß und ja, ich bin gespannt, wo die Heimfahrt noch endet und vor allem, wie lange sie dauert.